Mein neuester Favorit hat Klauen wie ein Bär, Kiefer wie Fangeisen und er beißt kräftiger zu als jedes andere Tier. Wir wissen wenig über diese seltsame Kreatur, nur dass sie mit ihrem Biss enormen Schaden anrichtet. Sie lauert im Sumpf auf eine Gelegenheit zuzuschnappen. Die Geierschildkröte. Das Naturhistorische Museum in London. Mein zweites Zuhause, als ich ein Kind war. Hier habe ich mich in die vielfältige und bizarre Welt der Tiere verliebt, mit denen wir diesen Planeten teilen. Jetzt kann's losgehen. Ich will diesen ausgebleichten Knochen und gegerbten Fellen Leben einhauchen. Denn sie gehören den seltsamsten Kreaturen der Welt. Die Suche nach dem seltsamen Geschöpf führt mich nach New Orleans in den Süden der USA. Hier sind Jazz und Blues zu Hause und eine bemerkenswerte Schildkröte. Gibt es einen besseren Start für meine Reise, als im Raddampfer auf dem Mississippi zu tuckern? Den Duft von Brathähnchen in der Nase? Dieser Fluss bietet die besten Chancen, das Geschöpf zu finden, dem ich auf der Spur bin. Es ist das ultimative Sumpfmonster, ein Tier, das an die 13 Millionen Jahre Evolution durchlaufen hat, um im Sumpf zu überleben. Selbst beim verheerenden Hurricane Katrina, der ganz New Orleans verwüstete, saß unsere Schildkröte im Schlamm und bekam nichts davon mit. Doch ihre Zukunft ist unsicher, weil der Mensch ihr nachstellt. Auch davon handelt die Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen will. Und außerdem gleicht sie einem Märchen aus Kindertagen. Ein Monster, so hässlich wie eine Missgeburt, das doch ins Reich der Schönheit gelangt. Und ich will unbedingt eine ganz große fangen. Ein französischer Chronist schildert New Orleans kurz nach dessen Gründung im Jahre 1718 als Ansammlung armseliger Hütten in einem von Malaria verseuchten, sumpfigen Weidengestrüpp voller Schlangen und Alligatoren. Heutzutage gibt sich die Stadt deutlich zivilisierter, doch atmet sie noch immer einen Hauch von Wildnis. Man spürt den Soul dieser Stadt. Sie lässt sich nicht unterkriegen, ganz ähnlich wie unsere Geierschildkröte. Erstaunlich, dass die Tiere bis jetzt überlebt haben, trotz des unersättlichen Appetits der Menschen auf Schildkrötensuppe. Für Touristen ist das eine Speisekarte. Für mich liest sich das wie ein Bestimmungsbuch der Tierwelt im Sumpf. Die klassischen Gerichte in New Orleans enthalten viele Wassertiere. Austern, Alligatorwurst, Garnelen, Flusskrebse, Wels, Krabben, alles da. Früher war das nötig, den Siedlern ist das Ackerland hier regelrecht im Sumpf ersoffen. Da mussten sie sich ihr Essen eben aus der Natur holen. Und daraus entstand, was wir heute Keitschenküche nennen. Dieses Restaurant ist berühmt für seine Schildkrötensuppe. Sie steht hier auf der Speisekarte. Welche Ironie. Die ersten Schildkröten in New Orleans sehen wir im Restaurant, auf der Speisekarte und im Garten. Diese Rotwangen-Schmuckschildkröten bringen mich auf den Geschmack, aber nicht im kulinarischen Sinne. Mich interessieren ihre großen Vettern, die Geierschildkröten. Die meisten von ihnen enden im Suppentopf. So nähert sich die Art Löffel für Löffel dem Aussterben. Klar, auf was das hinausläuft. Wenn wir sie aufessen, gibt es bald keine mehr. Louis, ein einheimischer Trapper, hat sie über die Jahre aus den Sümpfen rund um New Orleans verschwinden sehen. Er weiß, wie schwierig es heute ist, welche zu finden. Findet man an so einer Stelle Geierschildkröten? Das ist ein prima Gebiet für Geierschildkröten.
Vor Jahren kamen die alten Männer immer hier herein, besonders bei normaler Strömung. Ihr Anführer schlug seitlich aufs Boot, ungefähr so. Damit trieb man sie ins seichte Wasser. Der Punkt ist, irgendwann hört das flache Wasser auf und plötzlich sieht man, wie die Nase der Schildkröte an die Luft kommt. Verstehe, wie lange ist das her, dass man die Schildkröten in Gruppen jagte? Ein paar Kumpels kamen wahrscheinlich seit den 1930er Jahren bis in die 60er, 70er Jahre hierher, bis die Schildkröten unsichtbar wurden. Heute findet man sie nur schwer. Ich selbst hatte das Glück, ein 60-Kilo-Tier zu sehen. Wow. Niemand im Boot traute sich, sie rauszuholen. Schließlich schnitten wir das Seil durch und banden es ihr ums Maul. Dann brachten wir sie zu Touristenführern und die stellten sie aus. Ein älterer Mann fing mal eine beim Welsfischen. Wie sich herausstellte, wog diese Schildkröte ungefähr 160 Kilogramm. Wirklich? Man schätzte sie auf 360 Jahre. Wow. Und das ist in den Vereinigten Staaten der Rekord. Bei einem Tier fand man in einem Teil des Panzers die Reste von Steinen. Wie sich zeigte, stammten diese Steinsplitter aus den Pfeilspitzen von Indianern und waren 400 Jahre alt. Na, wirklich? Vermutlich hat man diese Schildkröte getötet. Ja, das hat man. Und der alte Mann, der sie fing, hat sicherlich mehrere Wochen lang daran gegessen. So viel ist sicher. Einheimische Trapper wie Luis kennen die Tierwelt der Sümpfe besser als die meisten Wissenschaftler. Doch ob ihre unglaublichen Geschichten wahr oder erfunden sind, wer wollte das entscheiden? Vielleicht kann mir mein Freund am Naturhistorischen Museum in London weiterhelfen. Es gibt eine Menge Märchen über Geierschildkröten, die angeblich mehrere hundert Jahre alt sind. Doch tatsächlich werden sie in Gefangenschaft kaum älter als 70 Jahre. Geierschildkröten erreichen enorme Körpergrößen. Zum Teil deshalb, weil sie alt werden und ihr Leben lang wachsen. Doch am schnellsten wachsen sie, bevor sie geschlechtsreif sind. Deshalb zögern sie die Geschlechtsreife heraus, bis zu 13 Jahre lang. Später wachsen sie dann langsamer. Es ist von Vorteil, lange zu wachsen, denn nur relativ wenige Feinde können ein Tier angreifen, das sehr groß ist. Verzögert sich aber die Geschlechtsreife zu lange, dann wird man vielleicht gefressen, bevor es zur Fortpflanzung kommt. Alan Culpepper engagiert sich für den Schutz der Geierschildkröte. Zusammen mit Cliff Perry und weiteren Gleichgesinnten betreibt er dazu eine eigene Stiftung. Die Männer kennen den Sumpf wie ihre Westentasche. Sie wollen mir helfen, meinen Favoriten aufzustöbern. Was macht ihr genau? Im Wesentlichen fahren wir zusammen raus. Man findet heute nur noch selten Schildkröten in dieser Gegend. Wir wollen sie wieder hier ansiedeln. Darum geht es. Wenn meine Kinder und Enkel herkommen, soll es hier auch noch Schildkröten geben. Was machen wir heute? Wir nehmen das Boot, fahren zu den Reusen, die wir ausgelegt haben, und sehen nach, was drin ist. Wahrscheinlich eine Menge Rotwangen-Schmuckschildkröten, vielleicht noch ein paar andere Arten und hoffentlich auch ein paar Geierschildkröten. Dieses Sumpfgebiet am Stadtrand von New Orleans ist Alan, Cliff und Butch ans Herz gewachsen. Sie verbringen hier fast jede freie Minute. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie mit Nachtschichten in den örtlichen Fabriken. So können sie tagsüber im Sumpf nach Geierschildkröten suchen und sie zu ihrem Zuchtweiher bringen. Die Männer wissen, dass die Zukunft dieser Art auf Messers Schneide steht. Um möglichst viele Schildkröten zu fangen, kontrollieren die Freunde Tag für Tag die 8 Netze, die sie am Rand des Sumpfes ausgelegt haben. Eine Rothals. Ah.
Ein schönes Tier. Meine erste wilde Schildkröte. Falls Sie so eine als Haustier haben, hier lebt sie. Das ist Ihre Welt. Ihr nennt sie Rothals? Rothals, Rotohr. Rothals, Sie sind hier sehr häufig, stimmt's? Ja, die häufigste Schildkröte der Gegend. Warum sind sie nicht so selten wie die Geierschildkröten? Sie sind kleiner. Die Geier kommt auf 90 Kilo. Verstehe. Wer Schildkröten für die Suppe sucht, nimmt möglichst große. Genau. Du bist ja keine Geierschildkröte. Dich lassen wir gehen. Schön in die Schraube. War ein Witz. Die Geierschildkröte verbringt die meiste Zeit ihres Lebens am schlammigen Grund der Flüsse. Sie kann mehrere Stunden unter Wasser bleiben. Der Gasaustausch erfolgt in dieser Zeit über die faltige Haut ihrer Kehle. Statt Energie für die Jagd aufzuwenden, sitzt sie einfach nur da und schnappt zu, wenn ein Beutetier in ihre Nähe kommt. Zweimal am Tag kontrollieren die Männer ihre Reusen. Sie finden darin die verschiedensten Sumpfbewohner. Das ist eine neue Art, stimmt's? Die kenne ich nicht. Ich gebe es zu. Sie haben mich erwischt. So geht es allen Tierfilmern. Doch